Hallöchen. Hallo. Willkommen zurück auf unserem Channel. Vorletzter Tag. Morgen ist der letzte Tag und heute gibt es zum letzten Mal überhaupt was zu essen. Überraschung! Es gibt Rohkostsalat. Wer hätte es gedacht? Warum habe ich eigentlich nur so eine kleine Portion Ja, bekommen? das davon gestern. Ach so. Dadurch, dass wir jeden Tag das gleiche essen abends, ist es auch nicht schlimm, wenn was übrig bleibt. Und dadurch, dass es kein normales Dressing ist, fällt der Salat auch nicht so zusammen. Insofern gibt es heute erstmal die Reste, aber hier haben wir eine komplett neue Schüssel. Das heißt, das reicht für heute und wenn wir es nicht schaffen, müssen es die Kinder morgen essen, weil wir haben morgen ja nur flüssige Nahrung. Wir werden morgen zu Liquitariern. Mit vollem Mund redet man nicht. Guten Appetit. Wir haben morgen um es. Mache ich A5 Rote Kreuze. Und ich glaube, das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemacht habe. Es wäre eigentlich alles erträglich gewesen. Bis auf den Selleriesaft. Alles andere wäre gut gewesen, aber der Selleriesaft, das ist echt, das ist einfach ein Ding, das geht nicht. Der ist Boah. dummerweise halt Hauptbestandteil dieser Kur. Und wer weiß, vielleicht sind ja wirklich irgendwelche Beschwerden weg, auch bei Cathy, und dann sagt sie, jetzt auf ewig Selleriesaft. Glaubt nicht dran. Wir werden sehen. Eine Beschwerde ist danach weg, wenn die Kur rum ist. Das Hungergefühl, die Kopfschmerzen und die unerfüllten Gelüste. Hallihallo, guten Morgen. Morgen. We did it. Heute ist der letzte Tag, den schaffen wir mit Bravo. Genau. Heute gibt es eigentlich nichts groß Ekliges, außer natürlich den Selleriesaft. Nichts groß Aber Ekliges, das ist das einzig wirklich ja, Eklige. wirklich. Naja, der ganze Tag wird halt mit entsafteten oder pürierten Früchten letztendlich abgehen. Außer eben heute Morgen noch den 1 Liter Selleriesaft. Das ist das Einzige, was gemüseartig ist. Und heute Ja. Nachmittag. Also Donnerstag. Ist doch auch nochmal der Resort. Seit Zwei. Donnerstag. Ja, ich glaube schon 2 Liter Ach so, heute. ja klar, Und heute. erwarten uns noch 2 Liter von dem Stimmt. Gebräu. Ja. Boah. Naja. Aber dann, ich zähle den Countdown. Ich freue mich sowas von aufs Frühstück morgen. So ein leckeres Blaubeerporridge geben. Ja. Haben wir übrigens auch aus dem Buch von Anthony William. Also wir wollen ja nicht gleich hier in die Vollen wieder gehen. Sondern es ist natürlich schon bewusst, dass jetzt der Magen sehr empfindlich reagiert auf große Mengen Nahrung und wahrscheinlich auch auf Fett und so weiter. Deswegen werden wir uns natürlich am Frühstück erstmal noch an leichte Kost halten. Aber es ist Kost. Es ist warm, es ist lecker, es ist süß, es macht den Magen voll. Yeah. Genau. Dann würde ich Also auf den sagen, Tag. bis später. So, jetzt. Ich freue mich ja schon. Kommt wieder der Selleriesaft. Das ist der vorletzte Liter. Heute Nachmittag noch einmal und dann habe ich es geschafft. Nie wieder in meinem Leben, nie wieder werde ich auch nur einen Tropfen Selleriesaft trinken. Also ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe noch alles vor mir. Und gestern mit den 2 Liter oder auch vorgestern mit den 2 Litern, das war wirklich eine Qual. Ich denke einfach nur daran, dass ich es heute Nachmittag mit dem 2. Liter geschafft habe. Nie wieder. Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Ich bin schon ein bisschen weiter, ne? Weil nicht lang schnacken, Koppel merken. Kopfnacken. Jetzt wohl ein Milliliter weniger. So, der Saft ist auch schon wieder fast geputzt. Das ist so widerlich. Es ist einfach so widerlich. Irgendwie. Genau, heute hat man glaube ich schon angekündigt, gibt es dann noch Gurken-Apfelsaft für jeden ja, vormittags oder weil gar nicht wie spät ist, wahrscheinlich schon mittags, einen halben Liter bis 600 Milliliter und nachmittags nochmal. Genau, und schauen wir mal, wie der schmeckt.
die Farbe, ne, weckt bei mir ein bisschen eine komische Assoziation. Es sieht gefährlich aus, ist es wahrscheinlich auch. Oh, nee, ist voll lecker. Ja. Das ist richtig lecker. Also den dürfen wir zweimal heute oder nicht nur zweimal? Der ist richtig lecker. Ich bin überrascht. Also es ist eigentlich nur Gurke und Apfel. Vielleicht ist er nicht so lecker, wenn man normal isst, aber nach dem ganzen Sellerie-Zeugs ist der jetzt richtig lecker. Voll erfrischend, süß, feucht, saftig, flüssig. Also man darf nicht Angst haben generell vor grünen Smoothies, die sind manchmal sehr überraschend lecker. Ja, sonst haben wir auch am Wochenende grüne Smoothies und die sind auch lecker. Ich weiß, aber der Selleriesaft, der hat mich ganz schön umgepolt. Ja, wenn ich jetzt so ein grünes Glas sehe, kriege ich in der Regel Angst, aber ich werde die Angst irgendwann überwinden mit solchen Getränken. Genau. Ja, dann bis zur nächsten Etappe. Genau, Tag ist bald geschafft, yeah! So. Letzter Tag, Teil 4. Teil 4. Wir hatten jetzt ja gerade den Apfelgurkensaft und jetzt kommt was zu essen. Ein bisschen was Festeres, sieht aus wie so Tomatpüree, ist sogar Papaya-Püree. Mit Mango? Nee, nur Papaya. Achso, warum hast du die Mango geschickt? Aber was ist die Papaya? Das war die Papaya, die Stelle. Also das Große und die Papaya ist die etwas kleinere mit dem gelben Fruchtfleisch Mangos. Ne? Ja. Ja, also Papaya-Püree. Papaya. Ja, ein bisschen spät dran jetzt, aber. Boah, ein bisschen bitter an manchen Stellen. Ja, an manchen Stellen. Ja. Das schmeckt ein bisschen wie karamellisierter Zucker. Sieht so ein bisschen aus wie ein Babybrei. Ja, warum auch immer man die alles püriert essen soll am letzten Tag. Wahrscheinlich, dass es für den Magen etwas bekömmlicher ist oder so, weil er die ganze Zeit ja nur viel flüssig Nahrung bekommen hat. Aber vielleicht löst sich dann auch ein bisschen einfacher die guten Inhaltsstoffe. Reden wir uns mal ein. Naja, aber es schmeckt. Licht am Ende des Tunnels erlernen. Aber wir haben immer noch den einen Liter Selleriesaft vor uns. Diesen einen Liter. Oh, man ist ja dran. Am frühen Abend. Dann toll, ist ja schon bald. Ja. Den werden wir auch noch überstehen. Die nächste Etappe. Frisch gepresster Orangensaft. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Jetzt kommen noch drei. Vier. Es kommen noch vier Etappen. Kommt jetzt als nächstes der Selleriesaft. Und wenn ich den geschafft habe, dann ist so gut wie. Dann habe ich so gut wie hinter mir. Danach kommt nochmal der Gurkenapfelsaft, der war ja lecker. Und dann nochmal das Zitronenwasser und der Tee und dann sind wir durch. So, es ist soweit. Die letzte schlimme Widrigkeit dieser 9-Tage-Reise ist da. Selleriesaft. Gunnar wäscht noch ab. Ich nutze die Zeit, um einen ganz kleinen Vorsprung zu erarbeiten. Aber es wird nicht lange halten. Boah. Boah, Gott. Ah, und darf ich die absetzen? Und darf ich die absetzen? Oh Gott, ist das ekelhaft. Oh, ich krieg schon Pippi in den Augen davon. Das löst sowas wie ein Wirkreflex aus. Oh, und ich dachte, ich hätte das ganze Glas getrunken. Das war noch nicht mal die Hälfte. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, liebe Leute. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh.
Ohne Mist, man sitzt es an und trinkt durch und versucht an nichts zu denken und schluckt und schluckt und schluckt einfach nur. Und dann denkt man, man hat das Glas leer. Oh, das ist gerade mal so viel. Oh nein. Morgen Abend gibt es dann übrigens endlich einen Gemüseeintopf. Da ist zwar auch wieder Sellerie drin, aber heiß und gekocht, glaube ich, mag ich nach wie vor gern. Und immer wenn ich die Augen zumache oder der mich auf nichts konzentriert, dann kommt halt diese Gemüsesuppe morgen Abend schon rein. Oh, ich freue mich so drauf. Eine heiße Gemüsesuppe mit Salz in der Suppe. Das heißt nicht umsonst, dass das Salz in der Suppe echt immer 9 Tage lang kein Salz mehr hatte oder überhaupt gar kein Gewürz mehr hatte. Das ist echt ganz schön fad. Und ja, die Geschmacksnerven resetten sich ein bisschen, aber nicht auf null. Also sie brauchen trotzdem irgendwie ein bisschen Gewürz, ansonsten ist einfach alles fad. Noch runter. Ich hab einen kleinen Vorsprung. So, jetzt bin ich auch da. Naja, Cassie hat gut vorgelegt. Zum Wohl, aber Mann oder Memme, ne? Sind wir Männer oder sind wir Mäuse? Wir sind Mäuse. So, jetzt habe ich glaube ich schon fast wieder eingeholt. Ja, wir müssen eigentlich die Kuh jetzt beenden, weil unser Biomüll ist voll. Das ist also schon extrem, was da an Schalen und. Wie kannst du. Boah. Was denn? Ich habe schon wieder so einen leichten Gag. Reflex. Wie kannst du so ein Glas nur auf Ex wegtrinken? Das geht einfach nicht. Da verweilst du nicht so lange bei den Geschmacksnerven. Auf der Zunge, auf den Geschmacksknospen. Die Knospen sind alle verwelkt. Da ist keine Knospe mehr. Die haben, brauchen aber Zeit, sich zu schließen. Oh Gott. Ich könnte echt rückwärts trinken. Soll man das überhaupt so runterballen oder soll man das nicht Schluck für Schluck? Ja, aber überleg mal, wie viele Probleme wir haben, die ganzen Getränke und Essen unterzubringen. Das stimmt, deswegen habe ich ja keinen Hunger. Dass wir so lange brauchen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Müsste man mal Mäuschen, weil du vorhin von Mäusen gesprochen hast, Mäuschen spielen beim Anthony William, wie bei dem der Tag aussieht, wann der noch die Zeit findet, was anderes zu tun. Gut, da wird natürlich nicht die ganze Zeit diese 3-6-9-Kur machen, aber der wird tatsächlich morgens ein Liter Zitronenwasser trinken und also quasi Morgenreinigung plus den vielleicht ist es alles Liter, fake. Den Liter Selleriesaft. Und damit ist man halt schon so, wenn man ja Pause machen muss zwischendurch, ist man halt schon 1,5 Stunden unterwegs. Ne? Weil allein das Entsaften dauert ja, wann habe ich angefangen? Ja, das dauert schon eine halbe Stunde irgendwie. Aber vielleicht hat er auch Personal, wo der so ein Entsafter. Der badet wahrscheinlich darin. Ein Entsafter, also einen menschlichen Entsafter. Ein Entsafter, der den Entsafter bedient oder so. Oder geht halt in die Saftbar. Aber es gibt keine Saftbar, die sowas verkauft. Oh. Die würden ja pleite gehen, es gibt doch gar keine Kunden, die das freiwillig kaufen. Auch andere Sachen. Ja, aber wahrscheinlich. Wenn wir da jetzt zur Saftbar in die Stadt gegangen wären, da hätten wir wahrscheinlich am dritten Tag nichts mehr bekommen, weil wir den ganzen Sellerie-Vorrat aufgetrunken hätten. War nur ein kleiner Check, ob ich wieder eine grüne Zunge habe. Und?
Neulich war sie mal grün, ohne Mist. Vom Spinat wahrscheinlich. Aber es hier mit dem Kalkbrennerglas, ne, da kommt auch hier gleich Urlaubsfieber. Nur noch dieses. Wenn ich das hinter mir habe, war es das. Für den Rest meines Lebens. Nicht einen einzigen Tropfen Selleriesaft pur. Also ich behaupte ja nicht, dass ich nicht in einem leckeren Smoothie, wo da so eine halbe Stange drin ist, die man nicht merkt, habe ich kein Problem damit. Aber so pur, nie wieder. Nie wieder in meinem Leben. Nie wieder. Nicht ein einziger Tropfen. Aber apropos Urlaub, mein Urlaub ist jetzt auch vorbei. Gefühlt stand ich irgendwie den ganzen Urlaub jetzt in der Küche. Entweder ich habe geschnippelt oder entsaftet oder abgespült und zwischendrin halt mal solche leckeren Produkte getrunken. Und dann ging es wieder von vorne los. Ich habe jetzt schon fast den Boden gesehen beim Trinken. Oh. Das ist nicht so, das ist jetzt mal Schnelldurchgang, bei Cathy. Normalerweise braucht es ja, das ist ja nie auf der Kamera drauf, ne? Auf dem Video drauf. Normalerweise dauert das ja immer 2 Stunden und ich sitze dann so, hey Cathy, wir müssen das nächste Getränk oder das nächste Essen trinken. Pizza. Ja. Mal wie, ich habe es extra schön zusammengeschnitten, damit es keiner merkt. Also normalerweise haben wir dann sozusagen unser Mittagessen dann um 3 Uhr nachmittags gehabt. Ja. Oh. Ja, jetzt bei dir. Ich will es einfach nur hinter mir haben. Ich will es wirklich nur hinter mir haben. Mit jeder Faser und Zelle und allem, was ich habe. Ich will es nur hinter mir haben. Und du hast mich schon wieder fast eingeholt. Nee, jetzt habe ich erstmal meinen Krug leer. Genauso wie du. Aber ja. Ich habe jetzt noch ungefähr 150 Milliliter mehr im Glas. Aber ich kann das nicht so auf Ex runterbeugen wie du. Ja, ich glaube, das möchte ich am besten ich auch genießen. Der wird schon gut. Also, Endspurt. Ziel hier, Finishline. Puh, nee, das war jetzt ein Fehler. Einzuatmen. Das ist richtig schaumig da. Schaumkrone. Also ich muss sagen, das ist dann das erste Mal, dass Cassie vor mir fertig ist. Obwohl ich ja noch hier sauber mache oder manchmal bringe ich ihr den Krug sogar oder habe ich ihr den Krug gebracht, während ich noch entsaftet habe. Aber ich habe ja auch schon 5 Minuten vor dir angefangen, während du noch sauber gemacht hast. Darfst du nicht vergessen. Du hast jetzt quasi. Ja, aber normalerweise warst du immer vor mir angefangen. Manchmal habe ich dir sogar deinen Krug schon gebracht, als ich noch entsaftet habe und war trotzdem vor dir fertig. Fertig! Ich werde nie wieder Selleriesaft in meinem Leben trinken. So, jetzt ist 18 Uhr, das heißt, dann, was gibt es zum Abendessen? Einen Gurkensaft. Ja, es gibt einen Gurkensaft. Gurkenapfelsaft, der war lecker. Ich bin fertig. Wie viele Liter haben wir jetzt getrunken? Also 6 Liter in den letzten 3 Tagen und nochmal 6 für die anderen Tage, ne? Ach nee, es war ja nur ein Dreiviertel. Nochmal 3. Ja, ich glaube, der 7. Tag ging ja mit. Nee, auf dem 4. Tag gab es schon den Liter. Ach stimmt, 4., 5. Also 6, 6 9 7, 8. und dann nochmal 2,25. Oh, über 10 Liter. 11 bis 12 Liter Selleriesaft in 9 Tagen. Boah, wir müssen mal gucken im Guinness-Buch der Rekorde, ob es da sowas wie einen Weltrekord dafür gibt. Aber das müssen wir zum Beweis dann wiederholen. Nee, ich verzichte. Ich verzichte freiwillig. Ja, genau. Boah. So, ja, das war jetzt das war's. Die Sellerie. Ja, der Rest der Kur ist jetzt nicht mehr spektakulär. Der Rest ist dann einfach. Das gibt den leckeren Gurken-Apfelsalat nochmal. Apfelsaft. Es gibt das Zitronenwasser nochmal den halben Liter und dann das Highlight am Abend nochmal die Tasse Tee, die wir uns heute bei einem Film zusammen gönnen werden. Und das war's. Genau. Und falls ich noch Hunger habe, dann ist vielleicht auch noch ein halber Papaya. Ich nicht, Papaya nee. Boah, das Papaya muss. Weil ich glaube, eine ganze Papaya brauchen wir morgen nicht. Ich will nichts mehr. Für mich ist es jetzt quasi fast schon offiziell over. Fertig.
Also wer von euch in unserem Alter ist, der kennt vielleicht aus den 80er Jahren noch die Hollywood-Star-Diät. Das war quasi das andere Extrem, das war ja dann nur Obst. Hier, also, und vor allem hauptsächlich was aus Ananas, genau, Ananas. Ananas-Diät, die berühmte Ananas-Diät. Ja, die hieß hier das Holiday-Star-Diät, die war wahrscheinlich vor deiner... Nee, die kenne ich noch, aber ich habe die nie gemacht. Nee, ich auch nicht, aber meine Eltern, oder nee, mein Vater und meine Schwester haben das gemacht. Ja, und so, das ist gleich in grün. Ich mache lieber die Diät, die mein Papa gern macht. Die Schokoladendiät. Nichts außer Schokolade. Das ist gut, die hält man lange durch. Genau. Aber die hat das sich auch abgewöhnt jetzt. Mittlerweile. Aber das ist die beste Diät. Naja, gut. Dann sehen wir uns morgen wieder zu dem ersten offiziellen. Es geht wieder rund in der Küche. Wir dürfen wieder was machen. Also ab morgen gibt es wieder nur noch leckere Gerichte. Weitestgehend natürlich, wir achten schon darauf, dass sie so gesund wie möglich sind. Aber wichtig ist vor allem, sie müssen lecker sein. Ja, genau. Das war's. Tschüss. Tschüss. Und viel Spaß beim Nachmachen.